Nicht jeder in der industriell-technologischen Gesellschaft leidet unter psychischen Problemen. Manche Menschen behaupten sogar, mit der Gesellschaft, so wie sie ist, recht zufrieden zu sein. Wir diskutieren nun einige der Gründe, warum Menschen so unterschiedlich auf die moderne Gesellschaft reagieren. Erstens gibt es zweifellos Unterschiede in der Stärke des Machtstrebens. Personen mit einem schwachen Machtstreben haben möglicherweise ein relativ geringes Bedürfnis, den Power-Prozess zu durchlaufen. Oder zumindest ein relativ geringes Bedürfnis nach Autonomie im Power-Prozess. Das sind fügsame Typen, die auch als schwarze Plantagenarbeiter im alten Süden glücklich gewesen wären. Wir wollen uns nicht über die Plantagenschwarzen des alten Südens lustig machen. Man muss ihnen zugute halten, dass die meisten Sklaven mit ihrer Knechtschaft nicht zufrieden waren. Aber wir halten jene für lächerlich, die mit ihrer Knechtschaft zufrieden sind. Manche Menschen haben möglicherweise ein außergewöhnlich starkes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Wer beispielsweise ein ungewöhnlich starkes Streben nach sozialem Status hat, kann sein ganzes Leben damit verbringen, die Statusleiter hinaufzuklettern, ohne dass ihm dieses Spiel jemals langweilig wird. Menschen sind unterschiedlich empfänglich für Werbe- und Marketingtechniken. Manche sind so anfällig, dass sie, selbst wenn sie viel Geld verdienen, ihr ständiges Verlangen nach den glänzenden neuen Spielzeugen, die ihnen die Marketingindustrie vor Augen hält, nicht stillen können. Selbst wenn sie ein hohes Einkommen haben, geraten sie somit schnell in finanzielle Schwierigkeiten und können sich nicht alle Ansprüche erfüllen. Manche Menschen sind wenig empfänglich für Werbe- und Marketingtechniken. Das sind die Leute, die kein Interesse an Geld haben. Die Anhäufung materieller Güter befriedigt nicht ihr Bedürfnis nach dem Power-Prozess. Menschen mit einer mittleren Empfänglichkeit für Werbung und Marketingtechniken können genug Geld verdienen, um ihr Verlangen nach Waren und Dienstleistungen zu befriedigen, allerdings nur um den Preis ernsthafter Anstrengungen. Insofern dient die Anhäufung materieller Güter dem Bedürfnis nach ihrer Selbstverwirklichung im Power-Prozess. Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass ihr Bedürfnis vollständig befriedigt wird. Möglicherweise verfügen sie über unzureichende Autonomie im Power-Prozess, etwa wenn ihre Arbeit darin besteht, Anweisungen zu erfüllen, und einige ihrer Triebe sind möglicherweise blockiert. Manche Menschen befriedigen ihr Machtbedürfnis teilweise dadurch, dass sie sich mit einer mächtigen Organisation oder Massenbewegung identifizieren. Ein Individuum, dem es an Zielen oder Macht mangelt, schließt sich einer Bewegung oder Organisation an, übernimmt deren Ziele als seine eigenen und arbeitet dann auf diese Ziele hin. Wenn einige der Ziele erreicht sind, fühlt sich der Einzelne durch seine Identifikation mit der Bewegung oder Organisation so, als hätte er den Power-Prozess durchlaufen, auch wenn seine persönlichen Bemühungen nur eine unbedeutende Rolle bei der Erreichung der Ziele gespielt haben. Dieses Phänomen wurde von Faschisten, Nazis und Kommunisten genutzt. Auch unsere Gesellschaft nutzt es, wenn auch weniger platt. Beispiel: Manuel Noriega war ein Ärgernis für die USA. Die USA marschierten in Panama ein und bestraften Noriega. So durchliefen die USA den Power-Prozess und viele Amerikaner erlebten den Power-Prozess aufgrund ihrer Identifikation mit den USA stellvertretend. Daher die weit verbreitete öffentliche Zustimmung zur Panama-Invasion. Sie gab den Menschen ein Gefühl von Macht. Wir sehen das gleiche Phänomen in Armeen, Unternehmen, politischen Parteien, humanitären Organisationen, religiösen oder ideologischen Bewegungen. Insbesondere linke Bewegungen ziehen Menschen an, die ihr Machtbedürfnis befriedigen wollen. Dennoch kann die Identifikation mit großen Organisationen oder Massenbewegungen das Machtbedürfnis der meisten Menschen nicht völlig befriedigen. Eine andere Möglichkeit, wie Menschen ihr Bedürfnis nach dem Power-Prozess befriedigen, sind Ersatzaktivitäten. Wie wir schon erklärt haben, ist eine Ersatzaktivität eine Aktivität, die auf ein künstliches Ziel ausgerichtet ist, das der Einzelne um der Erfüllung willen verfolgt, die er durch die Verfolgung des Ziels erhält, und nicht, weil er das Ziel selbst erreichen muss. Es gibt zum Beispiel keinen praktischen Grund, enorme Muskeln aufzubauen, einen kleinen Ball in ein Loch zu schlagen oder eine komplette Briefmarkenserie zu erwerben. Dennoch widmen sich viele Menschen in unserer Gesellschaft leidenschaftlich dem Bodybuilding, Golfspielen oder Briefmarkensammeln. Manche Menschen sind stärker anders orientiert als andere und legen daher eher Wert auf eine Ersatztätigkeit. Einfach weil die Menschen um sie herum sie für wichtig halten
oder weil die Gesellschaft ihnen sagt, dass sie wichtig ist. Das ist der Grund, warum manche Menschen im Wesentlichen triviale Aktivitäten wie Sport, Bridge, Schach oder abseitige wissenschaftliche Beschäftigungen sehr ernst nehmen, wohingegen andere klarsichtiger sind und diese Dinge stets nur als das sehen, was sie sind, nämlich Ersatzhandlungen. Und ihnen deshalb auch niemals genügend Bedeutung beimessen, um ihr Bedürfnis nach dem Power-Prozess auf diese Weise zu befriedigen. Hinzuzufügen ist nur noch, dass die dem Lebensunterhalt dienende Berufstätigkeit häufig auch eine Art Ersatzhandlung ist. Zwar keine reine Ersatzaktivität, da ein Teil des Motivs für die Aktivität darin besteht, die physischen Notwendigkeiten und für manche Menschen den sozialen Status und den Luxus zu erlangen, den sie sich, durch die Werbung getrieben, wünschen. Aber viele Menschen widmen sich ihrer Arbeit mit einer weit größeren Anstrengung, als nötig wäre, um so viel Geld und Status zu erwerben, wie sie benötigen. Und diese zusätzliche Anstrengung ist eine Ersatzhandlung. Dieser zusätzliche Aufwand, zusammen mit der damit einhergehenden emotionalen Investition, ist eine der stärksten Kräfte, die auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und Perfektionierung des Systems wirken, mit negativen Folgen für die individuelle Freiheit. Insbesondere für die kreativsten Wissenschaftler und Ingenieure ist die Arbeit größtenteils eine Ersatztätigkeit. Dieser Punkt ist so wichtig, dass er eine gesonderte Diskussion verdient, die wir gleich vornehmen werden. In diesem Abschnitt haben wir dargelegt, auf welche Weise viele Menschen in der modernen Gesellschaft ihr Bedürfnis nach dem Power-Prozess tatsächlich mehr oder weniger befriedigen. Doch glauben wir, dass die Mehrheit der Menschen ihr Bedürfnis nach dem Power-Prozess nicht vollständig befriedigen kann? Erstens sind diejenigen überdurchschnittliche Persönlichkeiten, die ein unstillbares Streben nach Status haben oder die sich fest in eine Ersatzaktivität vertiefen oder die sich stark genug mit einer Bewegung oder Organisation identifizieren, um ihren Machttrieb auf diese Weise zu befriedigen. Die meisten sind weder durch Ersatzhandlungen noch durch Identifikation mit einer Organisation vollständig zu befriedigen. Zweitens erzwingt das System zu viel Kontrolle durch explizite Regulierung oder durch Sozialisierung, was zu einem Mangel an Autonomie und zu Frustration aufgrund der Unmöglichkeit, bestimmte Ziele zu erreichen und der Notwendigkeit, zu viele Impulse zu zügeln, führt. Aber selbst wenn die meisten Menschen in der industriell-technologischen Gesellschaft gut zufrieden wären, würden wir uns immer noch gegen diese Gesellschaftsform wenden, weil wir es unter anderem für erniedrigend halten, das eigene Bedürfnis nach dem Power-Prozess durch Ersatzaktivitäten oder durch Identifikation mit einer Organisation statt durch die Verfolgung realer Ziele zu befriedigen.